Der erste Abend oder der erste Tag mit dem Schiff, auf dem Schiff, mit Ayub, diesen Berg da hochzuklettern, oder? Ist das die richtige Richtung? Es war super anstrengend, aber ich hatte so viel Spaß wie lange nicht mehr. Ich habe das ganze Material gesehen, das war einfach ein witz cooler Trip. So. Mann, ich wünschte, ich könnte das öfter machen, wirklich Leute. Ich wünschte echt, wir können das öfter machen. Wir legen gleich mit diesem Schiff das erste Mal ab und es fährt das erste Mal los mit mir an Bord. Und ich bin mega gespannt, wie das aussehen wird und ich genieße es einfach, Leute. Ich bin so stolz, dass ich euch mit dabei haben kann. So wirklich, ich bin, keine Ahnung, ich fühle mich gerade wie Jesus. Ich könnte die Welt umarmen, Alter. So glücklich bin ich. Ohne Mist, Mann. Das ist genau das, was ich immer wollte. Reisen, Videos machen, einfach das Leben genießen, ey. Letzte Nacht war echt scheiße. Wir sind auf offener See seit einer Weile und man sieht das Wetter, das hat sich so ein bisschen geändert, ne? Wolken und Regen. Und zwar nicht zu knapp. Also es ging die ganze Nacht so. Boah, ich war mega fertig. Ich konnte kaum pennen und dann bin ich raus aufs Deck und es hat so geschüttet. Ich habe kein Video geschafft, weil es einfach, ich konnte mich nicht gerade halten und mir war auch richtig schlecht. Also die Seasickness hat mich auf jeden Fall so ein bisschen erwischt gehabt in der Nacht. Ja, aber jetzt ist alles gut, denn wir sind mittlerweile in Griechenland angekommen. Da drüben ist Korfu. Ist einfach der Beste. Du sitzt hier, willst Video schneiden, so gegen um 7 am Morgen und der macht dir Frühstück fertig, ey. Ist das nicht geil? Und da ist es, das erste Video meines Vlogs, meiner Vlog-Reihe hier im Süden Europas. Und im Hintergrund, damit ich nichts verpasse, sehe ich die Kameras vom Captain. Der Hammer, oder Leute? So lässt es sich arbeiten, ey. Oh, ich freue mich so krass. Die Videos werden heftig. Und das kriege ich jeden Morgen von der Ayub serviert.
Oh fuck. Oh man, it was fucking good, bro. Yeah, I loved it. Yeah, it was amazing, bro. I really loved it. Man, it's a good friendship. Actually, best friendship, man. Really, thank you for everything, man. This is by far the greatest trip I've ever done with a friend, man. I mean, it doesn't get any bigger, okay? We are on the fucking sailing ship in a jacuzzi, smoking fucking Cuban cigar, and drinking our favorite drink, man. Ah. But I know how the Turkish brothers do. Turkish brothers don't give fist bump. Turkish brothers don't do cheers. Turkish brothers, man, they got a kiss for each other. I have to kiss your eye, man, but I will kiss your cheek. Your butt cheek. Bro, you're the best, man. What means God bless you in Turkish? Çok yaşa. Huh? Çok yaşa. Çok yaşa. Huh? Çok yaşa. Çok yaşa kardeş. Yeah. Çok yaşa kardeş. Today, I just wanna tell you I am. Man, I always wanted to say to you, take me into your loving arms. Ha ha ha!